Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei Shinrich TV und zu Phase 3 mittlerweile von Sommerdrache Märchenland. Wie ihr seht, habe ich mir den wunderschönen Nilo-Skin gegönnt. Und jetzt dürfen wir hier. Das ist wirklich sehr einsichtig. Hust. Aber deswegen habe ich es mir nicht gekauft, sondern weil Nilo einer meiner Lieblingscharakter ist. Und ich sie tatsächlich noch aktiv spiele im Abyss und sie deswegen auch ihre Signature Weapon hat, die, wie ich finde, gar nicht zu ihr passt optisch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass man auch sogar Profilbild? War es Profilbild? Also man kriegt sogar das Profil, das geänderte Profilbild von den dem Skin, das wusste ich gar nicht. Ich kaufe mir wohl zu selten welche. Natürlich finde ich es jetzt nicht. Da. Hier, Nilu und Nilu, Atem des Sabah. Kann man dann hier auch auswählen. Fand ich cool. Nice, kleines Gimmick. So, jetzt geht's aber zurück erstmal. Ich glaube, wir müssen Märchenreisen machen. Zack. Ja, Sommerdrache Märchenland 3. Und warte bis zum nächsten Vormittag. Ich nehme mal an, wir müssen irgendwo hier sein. Ich glaube, wir haben noch ein geschlossenes Gebiet da unten. Und uns fehlt noch, ich glaube, auf dem Bild meine ich den Wanderer gesehen zu haben. Da hinten im Hintergrund, da. Scaramouche. Und ich glaube, der fehlt hier noch. Den müssen wir heute noch. Den werden wir heute noch finden. Okay. Nächster Vormittag. Oh Gott, was war es? 10 Uhr? 8. Jetzt hätte ich fast, geht's nicht mehr. So. Schwächel noch ein bisschen. Verzeiht mir. Aber an für sich geht's mir schon wieder ganz gut. The time has come to slay the dragon. How are you feeling? Nervous? I'm once curious to see what this end of the world place is like. Come on, let's go meet the others at the station. Oh, okay. Wo zum Teufel? Ah, da führt eine Treppe runter. Okay, dann muss ich da lang. Kann ich am besten einfach von hier oben machen, oder? Warte mal, waren hier ganz oben drauf keine? Oh, hier waren keine Dings drauf. Upsi. Hätte ich jetzt angenommen. Gut, ich versuch's mal außenrum. Wenn das nicht klappt. Ich habe hier noch nichts erkundet. Das hebe ich mir noch für den Stream auf. Das sieht gut aus. Hier kommen wir, glaube ich, dahin, wo wir hin wollen. Ah. Oha. Das sind die Fontänenflügel, die ich hier angezogen habe zu dem Kleid. Carriage inspection, check. Wheel and axle inspection, check. Power inspection. Good morning, Mr. Wheel. Oh, good morning, heroes of Simulanka. Hey, our old friend Wheel is the driver again. That already puts Paimon at ease. Are you certain you don't want us to accompany you, Your Majesty? I am. You can leave the dragon slaying to us. My partner's a pro. He does it all the time.
What remarkable friends Her Majesty has. With such great heroes by your side, I'm sure you'll best the dragon with ease. We won't keep you any longer. All right, then. Look after the city for me while I'm gone. Yes, Your Majesty. Just leave it to us. I think we're all set. Time to depart. Next stop, the end of the world! Bis ans Ende der Welt. Okay. Quite literally. Ich muss doch eben den Dingens holen. Hab ich noch nicht. Teleport-Punkt. So. Da komme ich nicht drauf. Tut. Sieht einfach geil aus, ne? Mal einfach mal so sagen. Herrlich. So this is what it feels like to ride a toy train. Ooh, you're really easy to please, Navia. Looks like the fog ahead is getting thicker. Ah, hier sieht man nicht mehr so viel. Schade. Attention, passengers. We've arrived at the transfer point. All change, please, all change. All change, please, all change. So we've got to switch trains, right? Huh? What's that? It looks like... Hilly Churls, they've taken over that platform! Huh? What do we do? Just find somewhere to hide, Mr. Wheel. We'll take care of them. Katatonga? Oi! Yeah. Positions! Everyone hold hands! Allow me! Easy. Ach, wir müssen hier die Dinger tauschen, ne? Oh. Ich hatte schon T gedrückt, aber da war ich noch in einem Animation Lock gefangen. Thank you so much for your help, everyone. Now, let me take a look at the train. The carriage is a little scratched up, but there doesn't seem to be any real damage. And the engine's still operating normally, so I think we're good to go. Wonderful. Let's keep going then. So. Choo-choo, motherfucker. Wer passt hier denn gut zwischen? Du? Wie in dem Minispiel jetzt, oder was? Go forth and witness this world, my... Make sure to be nice to everyone. I leave it to you. Are you okay, Miss Nilu? I'm fine.
but I think the traveler is still unconscious. We're lucky this guy caught us on the way down. Passed out from a little fall, did ya? How fragile. Mit einer Feder. Ach, der Wanderer hat uns gefangen. Okay. I'll cut him some slack. The travelers had a rough few days. We should just let him nap for a bit. But my leg's falling asleep. You couldn't have set him down on the grass over there, Hakai? Ha! I go out of my way to save four people who fall out of the sky, and now you're nitpicking my choice of soft landing? That's the most ridiculous thing I've ever heard. Hat er nicht unrecht. Ah, he's awake! Morning, sunshine. You were having a nice little dream there, weren't you? Not gonna lie, it was kind of adorable. You and your friends fell from the top of that waterfall, and you passed out along the way. Guess someone couldn't keep it together. Sorry to break it to you, but crashing into the ground doesn't take you to another world. That kind of thing only happens in those stupid light novels they sell in Inazuma. Also, he kind of, set you down in Nilu's lap, so that's where you've been napping all this time. Paimon! Oh, no. It's all right. I'm just glad you're okay. You didn't hit your head, did you? Is the dizziness gone? Really? What did they say? The fog you see around here can have a hallucinatory effect. Apparently, it's the work of that dragon. Maybe you inhaled some while you were freaking out on your way down. Traveler, Nilu, do you know this hat guy person? Oh yeah, he's a student at the academia. We met during the last Interdarshan championship. He was representing the Vahumana Darshan. Well then, hello there, friend. I'm Navia, the president of Spina di Rosula. It's very nice to meet you. So, should I just call you Hat Guy as well? Seems like that's what everyone's calling you. Sure. Whatever. Wait, Hat Guy. What's that sword around your waist? An unwelcome encumbrance, that's what. I've had it ever since I woke up here. Tried to toss it, but no matter what I do, it always reappears. Such a pain. Anyway, if any of you want the hero sword, you can have it. Wait, it's called what? The hero sword. Meant to be wielded by the hero. I know. Me of all people, right? The irony. What? You're the hero of this world? Will you calm down? It's just a dumb title. Oh, it's just that this entire time, we thought we were the heroes of the prophecy. Well, if it means that much to you, you're welcome to claim the title. You'd be doing me a favor. That's not the point! The real question is, if you're the hero, then where the heck have you been all this time? Looking for a way out. I heard there's a boat in this area that can bring you to another world. So I came to investigate. But look at the state of things around here. The lighthouse collapsed, the boat won't budge. I say we try to find a different way out. Huh. Paimon's guessing a voice told you what you were supposed to do here. That's what happened with Navia and Nilu, at least.
You expect me to take orders from some disembodied voice? Hey, wait, where are you going? To find the so-called source of this world's misfortune. The dragon responsible for this whole mess. Wait, we came here to fight the dragon as well. Why don't we go together? Grab that dragon scale over there before you leave. It'll come in handy later. A dragon scale? Where? How did you know about it? What's it for? And... Have you ever considered keeping your questions to yourself? Because if you actually expect me to answer them all, we'll be here until the next Interdarshan Championship. You little... Paimon thought you might have learned some manners by now, but clearly not! Wo ist diese Drachenschuppe? Ich sehe keine. Okay, das ist schon aktiviert. Haben sie mir jetzt die 5 Urgesteine dafür gesnatcht oder was? Hallo? Was geht ab? Hallo, wie wär's mit einem Stück Holz? Mama sagte immer, das Leben ist wie eine schale Sägespäne. Ich weiß nicht, was der nächste bisschen Deutsch bringt. Forrest Gump Reference, cool. War richtig glücklich auch. Und wir beide sind leider so kurz. Eines Tages bin ich mal ein paar Monstern. Alle riefen. Lauf, Diamond, lauf. Das tat ich. Quer durch Segen und Segnung. Einmal durch die Konstellationsmetropole. Bis hin zu den Bauklotzminen. Später liefen dann andere mit mir. Denn dort kam ein Drache heraus. Mama sagte immer, halt stets die Augen nach neuen Abenteuern offen und gib dich nicht der Vergangenheit hin. Ich glaube, darum geht's bei mir, wenn ich laufe. Willst du schon das Abenteuer fortsetzen? Wenn du mir ein wenig zugehört hast. Bis bald, Reisende. Cool. Der gute alte Forrest Diamond. So this is the thrill of adventure. Nicht schlecht. Ein riesiger Bauklotz mit immenser Elastizität oben. Wenn du auf der elastischen Oberfläche landest oder von ihr abspringst, kannst du zu höheren Orten fliegen. Okay. Got it. Aber musste ich nicht erst irgendeine Drachenschuppe holen? Was ist das? Ah, Suche nach der Drachenschuppe. Ich bin hier noch gar nicht fertig, sehe ich gerade. Bauklotzbomben können durch Klicken der Interaktionstaste aufgesammelt werden. Bauklotzbomben, okay. Platziere die Bombe auf einem speziellen Bauklotzit, um es zu zerstören. Okay. Ist das ein Bauklotzit? Schubam! Ah, das scheint ein Drachenschuppe zu sein. Wasser strömt ungehindert. This should do it, right? Wow, this scale is amazing. It turns everything it touches into something hard, almost like a toy block. It doesn't seem to work on us, though. It spews out poison and transmutes everything it touches. Huh. No wonder they call it the evil dragon. Your Majesty, Madam Very Brave Hero! What are you looking at me for? He's obviously talking to you. Mr. Wheel, you didn't get hurt when we fell, did you? Oh, not at all. Thankfully, the young man in the hat was kind enough to lend me a hand. There seems to be a village over here.
Some of the residents used to work in the Toytania mines, and some came to fight the dragon, then got stuck here. I see. I'm glad they're all safe and sound. I can try to use my magic to fold a boat to bring everyone back. Oh, I'll help too. Still, I think we need to take care of the dragon first. We don't want it to start causing trouble when we're trying to load people onto the ship. Apparently, the villagers often see the dragon fly into a space behind the waterfall. They think that's the location of its lair. Then we should look around and try to find a way in. I'll wait here for your triumphant return. Your Majesty, brave heroes, please be careful. Please be careful. Oh, yes. Okay. Eigentlich muss ich da lang anscheinend. Aber da drüben ist ein Teleporter. Deswegen werde ich mal kurz da lang gehen. Boink. Okay. Ah. Provisions are vital. Das ist wieder eine von unseren Herausforderungen von heute. Ah, okay. Ein bunter Bauklotz, den du gelegentlich an der Straße sehen kannst. Nähere dich ihm und benutze die Interaktionstaste, um dich mit Leichtigkeit anzuheben und zu tragen. Aber entferne dich nicht zu weit von der Hauptmasse der Bauklötze. Halte die Angriffstaste gedrückt, während du den Bauklotz trägst, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt kannst du den Bauklotz an einem leichten Verbindungspunkt, an einem leuchtenden Verbindungspunkt bringen, bevor die Angriffstaste loslässt, um die Verbindung zu vervollständigen. Nähere dich dem Verbindungspunkt, um die Verklebung bequemer durch Drücken der Angriffstaste abzuschließen. Okay. Oh, das ist der andere wieder. Okay, das ist hier, oder? Ist kein Verbindungspunkt mehr. Hm. Ist das falsch? Vielleicht erst den blauen? An den gelben. Oder muss ich die erst aneinander befestigen? Das. Bin verwirrt. Warte mal. Den, okay. Und dann den da. Vielleicht so. Jetzt muss ich hier nur einen drauflegen, oder? Oh, okay. Provisions are vital. Ich dachte, ich muss alle da dran buxieren, aber ich muss anscheinend nur den richtigen buxieren. Warum auch immer jetzt blau richtig war und nicht rot, aber... Okay. So, ich wollte ja eigentlich nur den Teleporter holen, hatte ich gesagt, ne? Ja, dann mach ich das auch mal. So, hier gibt es noch viel zu entdecken anscheinend, aber... Ach so, vielleicht gemessen an dem Boot davor. Weil das hier eine blaue Spitze hat. Okay, vielleicht. Vielleicht funktioniert das. Oh shit. Die ist nicht abgesprungen. Ah, die Gravity im Spiel ist echt weird. Wenn man so. Das ist schon echt merkwürdig. Ah, hier ist der Dingens. Okay. Der Automord.
hat ein Nest auf dem Kopf einfach. Okay. Kann man machen. Ist jetzt nicht meine modische... Wäre jetzt nicht meine modische Wahl, aber... Ah, hier. Okay. Ist alles ein bisschen schräg. Nämlich am Farum Azula. So. Dragon scale. Wait, but no. Paimon doesn't need to ask you anything. The dragon scale can turn anything it touches into toy blocks, so. Aha! You want to use it to block off the water! See, Paimon can figure things out all on her own. Okay, cool. Ziemlich kleine Höhle für einen Drachen, ne? Kann ich das nicht. Aktuellen Zustand nicht anwendbar. Ja, okay. Und wie mache ich das dann? Okay. Wow. Wenn du Bauklotz-Streichholz erfindest, bei denen die Streichholzköpfe fehlen, kannst du sie durch rote Bauklotz ergänzen. Verwende die Pyrokraft zusammen mit der Streichholzköpfen und die Streichholzansatz. Toll. Habe ich natürlich nicht drin, Pyro. Da wäre Klee. Vielleicht. Das ist für dich. An impressive bounty. Okay. Bounty. What's wrong, Milu? Oh, nothing. It's just... I sensed a very powerful magical signature just now. Huh. Guess this is the dragon's lair after all. Huh? When did you put your hat on? Well, we're getting ready to fight, aren't we? I feel more comfortable in my regular outfit. Hat guy also put away that sword around his waist. Should've never had to use this thing to begin with. Do you need to do anything to prepare, Traveler? Paimon's getting kind of nervous seeing everyone all serious like this. Let's fetz. So. Oh. Ich muss mit denen spielen? Okay. Diesmal werfen wir uns einfach nicht los. Wait, los. Hold on. Let's fight the dragon together. They're already gone. Let's try to catch up. Ich bin ja dabei. Chill doch mal deinen Nippel, Paimon. What's that sound? Is it an earthquake? Where'd they go?
us idiots. Oh, das ist eine große Kralle. Hilfe ist da. Habt ihr zwar ins Gesicht geschossen, macht aber nichts. Die hat sogar ihre Axt. Oh, geil. Sonst sind sie keine Truhen irgendwo, ne? Bin noch im Erkundungsmodus. Ja. Squall and Fury. Search for it. Hey there. Ah, die einzige, die was taugt hier. Die Axt ist schon geil, ey. Benutzt das. Oh, vielen Dank. Ah, so. Kaboom. This space is completely empty. My mom bets this is where the dragon sleeps. Watch out in front! It's coming! Das ist ein Spielzeugdrache. Nur dodgen. Okay. Mhm. Während der Boden an den Füßen zerbröckelt, fühlt ihr ein Gefühl der Schwierigkeit, als während ihr den schwarzen Nebel unter euch fallt. Okay. Look, he's here. Ah, another new soul has joined this world. But are you sure his fate will be as you described? Of course. My predictions are never wrong. I just don't like that kind of story. Then you need only do as you said, and let him find his own story within your fairy tale. You're right. Then listen closely, my child. Your name is... Bin ich der Drache oder was? The dragon that destroyed the titanium mine!
Soldiers, pick up your weapons! Destroy that monster! Okay. Er weiß auch nicht, wie er da gelandet ist anscheinend. Am I going to have to save you? Thank you, Hat Guy. Paimon still feels dizzy. Hey, did any of you also see something strange? It was like we were witnessing... the dragon's memories. Sounds like we all saw the same thing just now. Well, we definitely saw a different side to the story. Watching it all unfold, Paimon couldn't help but feel bad for the dragon. This world might be a lot more complicated than we thought. The next time we encounter the dragon, how about we try talking to him instead of fighting? That sounds like a good plan, but maybe we should figure out where we ended up first. Huh. If the world above is a fairy tale realm, then maybe we've fallen into the next page of the book. Just keep walking and don't fall behind. Hey, wait for us! Bin immer noch in der Sphäre drin anscheinend. Irgendwas, was ich hier sehen sollte. Irgendeine sneaky Truhe oder so. Normalerweise sind die auch nicht so sneaky versteckt. Okay, geht's noch höher? Wow, this place looks a lot different from the Dragon Lair. Gott, oh Gott. Woran erinnert mich das? Geburt? Der Held aus der Prophezeiung, wir sind gerettet. Willst du nicht in den Türchen stecken? Versuch das. Okay. Aber wohin damit? So, hier muss das jetzt erstmal dran. Und dann du da dran. Dann kann ich hier. Okay. Kraft, Trank trinken und alle beschützen. Okay. Den Dragon noch gebracht, okay. Oh, ist auch noch. Hier sind ein paar Truhen. Die dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Unsightly insects. Behold. Upon the gale. Ist natürlich so, dass Nidu in so einem Team mehr oder weniger komplett nutzlos ist, aber was soll's. Sie appliert Wasser. Hm?
Ich habe gehört. Bist du verletzt? Oh, geht so. Ah, da. Ihr solltet nicht hier sein. He seems angry. We just want to talk to you. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das war frech. Ah. Oingi? Warum? Warum hat es mich nicht hochgeworfen? Ach. Na toll. Und jetzt? Okay. Vorbei. Natürlich schade, wenn das alles ein bisschen buggy ist, ne? Ein bisschen. Okay, jetzt warte ich. Alles klar. Hä? Warum? Okay. Ah, da bist du. Jetzt aber. Mein lieber Drache. Das ist gleich da vorne, ja. We didn't get eaten by the dragon? The dragon just dropped us off here? That guy! You're getting too far away! He's just up ahead. Is he trying to lure us somewhere? Well, I'd say we were the ones who backed him into a corner. But we just want to ask him a few questions about his past. He's had year after year of people coming here to try to take his head. If you ask me, his reaction is perfectly normal. Maybe there's still something we can do to calm him down? I wouldn't count on it. Maybe his earlier attacks were just a warning. But now, he's actually getting serious. Prepare for a final battle. Sometimes, it takes a little force for someone to finally wake up. Tja. Diesmal müssen wir den bösen Drachen besiegen. Mein Körper will nicht mehr gehorchen, meine Kraft ist weg. Okay. Krass. Hätten wir doch ein paar Bomben. Oh, stubborn beast. You really want to get beat up that bad? Au, au. Its mouth is huge. Are we really gonna have to throw a bomb in its mouth? Anscheinend, ja. Da war ich wohl zu langsam. Au, 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 au. Ich hab das Ding noch. Mach doch bitte nochmal deinen Mund auf.
Die Abstände, bis er den Mund aufmacht, dauern mir zu lange. Watch out! If you fall, you're on your own this time. Oh. Wow! Okay, in der Mitte stehen war voll die dumme Idee von mir. Oh Mann. Haben wir es jetzt? Ich hätte einfach weiterlaufen können. An der Leiter kann ich mich festhalten. Oh. Ja, ungünstig. Hm. Okay. Ich glaube, dem kann ich nicht helfen. Hm. Stärkung kommt. Grüß. Leer, okay. Und hier haben wir wieder einen Bombenwurf-Event anscheinend. Ja, ne, Dodge-Event. Keine Bombe. Hm. Where did Delta come from? He's getting serious. Don't get hit. Don't get hit, sagt er. How the fuck? Oh, was hat er schon? Homing-Klötze. Oh mein Gott. Geht ja nicht. Ich bin doch schon dabei. Eieieiei. Schläft er? Nee. Are we inside the black mist? Sieht so aus. Are you sure you want to create this child, M? Even after what I told you about his fate. He will be abandoned by his creator, and eventually... I know, B. You've told me already. That sad story with the disappointing ending. It's what happened in the real world, isn't it? But that's exactly why I want to change things. In a different world, his story can have a happier ending. That child,
His heart is so full of love. I understand, Anya. But know that if you give him that name, his fate in Simulanka is destined to parallel that of his real-world namesake. But there's still a chance, right? Maybe it's a shot in the dark, but I have to try. He deserves a better life. So, sorry, muss mal kurz auf K. Although, he might need the help of others when the time comes. All right, my dear. The choice is yours. Since you're so persistent, let me tell you a secret. More boring fate talk. I'm sorry, my child. Unlike my friends, I don't have a long time to live. All said and done, the story of my life will be shorter than the fairy tales in this book. So I will have to leave your side, I'm afraid. It's okay. It's okay. Once I'm gone, I will become a star in Simulanka and watch over you from above. If you ever feel lonely, just look up towards the sky. Go forth and witness this world, my child. Make sure to be nice to everyone. You'll meet good friends one day. I'm sure of it. That is my wish for your future. As for this world, I leave it to you. So in the end, you're betrayed too. Hey, Mr. Dragon! He brought you some food! You must be hungry! You're a bad dragon, but you're always nice to me when we play together. You always help me pick flowers way up high that I can't reach. It's okay. Just keep hiding here, and tomorrow I'll... Oh no, my child! Help! Somebody help me! Save my child! The dragon's trying to kidnap her! So you're hated by people too. So that's it. That's really your wish?
to never have been born at all? That's not a fate you should wish for. Nobody can define who you are. Or deny the true feelings of your heart. Now remember your name. Durin. It's all right now. That was a close call. Are you guys all right? Back in Constellation Metropole, I heard people saying you'd gone to fight the dragon, so I followed you here. Right when I managed to catch up, I saw you fall through that hole. Wait, didn't someone else fall through just now? Shouldn't we do something? Oh yeah, that guy. Well, he can fly, so he'll probably be fine. He called the dragon something earlier. It sounded like he said... Durin. That's his name. Oh, Hat Guy, you're okay. Wait, what about the dragon... Durin? He's fine. Durin. Wait, that's the name of the dragon from Dragonspine, right? The one that became a part of the mountain after being slain by D'Valin? If Paimon remembers correctly, it was created by... Right! It was created by Rhinegodder! Created, you say? So, what exactly happened down there? You've been acting weird ever since the end of the fight. So that's the truth about Simulanka's evil dragon. What we saw in the mist weren't hallucinations. But the dragon's memories. Huh. I thought it was strange. The people around the Broken Sea are clearly stranded, but I never heard any stories about the dragon attacking the village. The people we met along the way are probably workers from the Toitania mines, or guards who came here to claim the dragon's head. Durin probably allowed them to live here because there was nowhere else for them to go. When I first came to this world, a voice spoke to me and said, "You are the hero of this world. Now go forth and save the dragon." Huh. Who is the person behind this voice anyway? And why did they bring us all here? Come with me. The answer to all this can be found below. So, so. Rhinegodder, Durin. Das wird ganz schön story-driven hier. Hopp. Is this a study? That's right. It belongs to the Goddess of Fate. Goddess of Fate? As in one of the three goddesses who created Simulanka? Or more precisely, M. One of the mages of the Hexenzirkel. Hexenzirkel? As in... Sorry, Paimon shouldn't just regurgitate everything you say, it's just... It's a lot to take in! She created the story of Durin. Well, the Simulanka version, at least. These records should cover most of what you want to know, including the identities of the other two goddesses. Read them for yourselves. Okay.
By all rights, I should have been A, since A is the first and last letter of my name. But Alice overruled me on the basis of seniority and said I should be M instead because of my middle name. She really knows how to push my buttons. Still, her magic never fails to amaze me. I still can't believe she got one of my origami frogs to start talking. Why don't I write a story with origami animals as the main characters? Let's see. Once upon a time, in a magical forest, there lived a group of animals made of paper. Barbie loves looking into the future, so she used her powers to map out the fates of all living things in Simulanka. But knowing the ending in advance takes all the fun out of the story. I think I'll make a bet with her. I believe that one day, the people of Simulanka will decide to carve their own destiny. Apparently, she wants to build a statue of herself in the capital city. Always looking to add some pizzazz. So, A ist Alice und sie heißt M, ist also jemand, der mit ersten Buchstaben und mit letzten Buchstaben mit A anfängt. Alina oder sowas. My dear sisters, I fear my pen shall soon run dry. Even now, as I write this letter to you, my dexterity is all but failing me. Thank you for enjoying my stories and for creating this world for me. The time we spent together was the most wonderful youth I could have asked for. I always feel so young when we're together. A says that even after I'm gone, the goddess of fate in Simulanka will continue to exist and carry on granting people's wishes. It makes me glad. If you ever want to chat, feel free to pay a visit to the goddess statue. Just don't wish for anything weird. It's Simulanka Durin, and he's looking up at something. A star. This must have been after M passed away. This looks like a mine. Maybe the Toitania miners dug too deep? So deep that they dug right through to the world on the next page. Yeah. Now that you mention it, this miner's lamp looks really similar to the star on the previous page. The Forest of Blessings. This book has been recording Simulanka's history all along. Look at the size of those footprints. If that's every time he lands, then no wonder people are so terrified of him. So that's why you took the stars. Because you missed your mom. Looks different from the one in the Metropole. It's a different goddess. This one is the goddess of fate. It's all right now, Durin. Nobody here wants to hurt you. Don't say that, Durin! Paimon made a mistake. She was wrong about you. But it's nice to talk, isn't it? Now that we've all calmed down?
So that's why you made that wish? So stupid. Hey! Anyone with eyes can see that all you want to do is get along with everyone. You just want to make friends, people to play with, to talk to, people who accept you, or at least accept your apology. Oh, you've never hurt anyone. Heck, the idea never even crossed your mind. Sure, you scared a bunch of people half to death, but that's only because they had no idea what kind of dragon you really are. Yeah. If you had a heart-to-heart with them, I'm sure they'd come to understand you and see your point of view. Huh? Nilu? Is it your true wish to live side by side with the people of Simulanka? Then close your eyes and make a wish to the Goddess of Fate. We will help make your wish come true. Just trust me. I, Nilu, the Forest Fairy, give to you my blessing and welcome you as a dweller of the forest. May everyone accept you as one of our own. And may the Forest of Blessings be a place you can call home. I, Navia, King of Constellation Metropole, give you my blessing. I grant you citizenship to my kingdom. Oh, me too! As the, Nekomata in Boots of this world, I give you my blessing too. Wait, what's going on? I, the hero of this world, give you my blessing. I recognize you as a resident of Simulanka. May you find acceptance in this world. Also, speaking as someone who'd like to be your friend, I wish you all the best for the future. I, a traveler who has traversed many worlds, give to you my blessing. May you find friendship and goodwill, no matter where you go. As for this world, I leave it to you. Huh? What? Why are you all staring at me? Huh? My claws? Are these my claws? And my wings? Oh, my tail? Does this mean? Wow, you look so cute. Quite a radical transformation. Not that there was anything wrong with the way you looked before, of course. It's just, you get what I mean. How do you feel? Are you happy with your new appearance? Does
anyone have a flower with them? Or even just some water or paper from this world? Oh, I do actually. Here you go. They're not changing. I can touch things without changing them. Hey, that's great. One more flying friend for Paimon. Now the residents of Simulanka won't be scared of you anymore. But what about all the things that I did before? That's simple. Just go out there and atone. You could fill in the footprints you left on the ground, or help the people around the Broken Sea get home. Okay. And you'll come along and help me, right, Hat Guy? Huh? Why would I do that? Because you said you wanted to be my friend. You little... Gah! Well, maybe I spoke too soon. Huh? But I thought... All right, fine. I'll go with you. Really? Yes, really. Lying to you would be no fun anyway. Oh, thank you! You're the first friend to call me by my name! Let's go back up. I'm about to suffocate down here. Oh, it feels so good to finally see Hat Guy meet his match. Yeah, okay. Paimon just never thought we'd see the day, that's all. All right. Let's also head back up then. Don't be scared, Durin. We'll be right by your side. Mm-hmm. Thank you for your blessings, everyone. Oh, this is the happiest day I've had in a really long time. Immer wieder Gänsehaut, wenn der Traveler redet. Tada! Surprise, everyone! Ah! A talking street lamp! Street lamp? Oh my! You mean you still don't remember me, after all the times we've spoken? I know that voice! It's Mom's friend! Hello there, traveler and friends! And Durin, it's good to see you. You've changed quite a lot. In fact, you look so different that perhaps I should call you Mini Durin. Mini Durin, huh? Yeah, I like the sound of that. It's nice being smaller. You must be one of the three goddesses of this world. Are you the goddess of creation? Yep, that's right. But although it's the most impressive sounding of the three, to be honest, we all made an equal contribution toward the founding of this world. If you've ever read any of Em's stories, you'll know just how enchanting the worlds are that she writes about. So enchanting that I just had to step inside and explore it for real. So I got B involved, and with Em's consent, created the world of Simulanka. Whoa, whoa, whoa! You're getting a little ahead of yourself! First things first, would you mind explaining what you're doing here? In fact, no! What are we even doing here? Don't worry. All will be revealed. After everything you accomplished on your journey, you're free to ask me anything you want. Let's start with your first question, then. I'm here because I sensed a great magic power emanating from the book just now, and I couldn't resist the urge to peek inside and check it out. That must have been when we all gave Mini Durin our blessings, right? Yes, exactly. In the world of fairy tales, words and emotions often carry far more power than any spell. It's all thanks to your magic that Mini Durin was able to take this form. Come say hi to me, little one. Oh, look at you. You're as cute as a button. So, what about us? Was it always part of the plan that we'd come here? Plan isn't the word I'd use. If you ask me, I'd say fate works in mysterious ways. When Durin of Simulanka made his wish to the Goddess of Fate,
It just so happened that in a world far away, all of you wonderful people were holding a copy of M's Fairy Tale at that exact moment. And because of your noble and kind souls, you were selected by the Goddess of Fate to come and save this world. Now that you mention it, that's what I was doing when I was transported here. I was reading a fairy tale to some children in the Fluvsandra. I think I just, happened upon an old book and decided to use it as my pillow during a nap in a box. Wow, what a crazy coincidence. Wait, that's not right. How come everyone else got assigned a role except us? Because we were also... Yeah, that was it. We just received a strange book and we had no idea who sent it. Then, the moment we opened it up to start reading it, we found ourselves here. You're the one who sent it to us, aren't you? Oh, is that what happened? Yes, that does sound like me, doesn't it? Good question. Why indeed? Maybe I thought this was such a good story, it simply had to be read by someone. As the traveler and witness of many worlds, how could I let such a beautiful place pass you by? I can sense that your blessing for Mini Durin was a very special one. With this blessing from beyond the story, he might even be able to explore worlds outside of this one. To that, you mean? That's right. In fact, back when we were first creating Simulanka, M told us that she hoped the people of this world would one day be able to explore the wider world beyond. Every story has an ending, but if the story becomes reality, it should have the right to choose its own path. So, in other words, the predestined lives these people lead were always going to disappear one way or another. Wait, so even if the people here get to go to other worlds, surely there's gotta be a way we can leave too, right? Don't you realize you've been able to leave all along? Huh? You can either take the boat at the Broken Sea or touch the giant bookmark at the Cliff of Prophecy. All you need to do if you want to leave is focus on the place you want to go. How were we supposed to know that if you never told us? Huh, didn't I? Well, given how smart and capable you are, surely it can't have posed a huge problem for you. As for your other friends who were summoned here, if I had to guess, I'd say the Goddess of Fate probably didn't tell them about it because she wanted them to get engrossed in the story. She's M's reflection, after all. It wouldn't surprise me if she shares M's love for cliffhangers. Anyway, I think that answers your questions, yes? What do you all plan to do next? I'm gonna go say sorry to the people of this world. After that, I want to start protecting Simulanka, just like Mom told me to. Now we know how easy it is to get back home, Paimon's suddenly not in such a hurry to leave. Same here. It's not every day that you get to come to such a magical world. I, for one, plan to explore it a little longer. I'm glad to hear it. Maybe I should invite some other friends to join you, too. By the way, Mini Durin, I'm delighted to see you've made some new friends. I'm sure M would be very proud of you. Now, before I depart, please let me give you a blessing as well. May your future be as rich and colorful as the stories M used to tell. She's gone. Guess this is where the hero's journey comes to an end, huh? Ah, but it's also where a new journey begins. The adventures of Mini Durin and friends. Huh? An adventure for me? You bet. For starters, I'd love to introduce you to my other friends in the forest. Even though there have been some misunderstandings in the past, I'm sure they'll welcome the new you with open arms. Hmm? Huh? Stop looking at me. I already said I'll come with you. Whoa! Look over there! Wow. The stars are beautiful. Huh. I'll bet that's a gift to Mini Durin from the three goddesses of this world. Huh? Thank
Thank you, Mom. Bis ans Ende der Welt. Ach, schön. Das Märchenbuch. Okay. Krass. Ja, das finde ich hier niemals, Freunde. Gott, ich habe so viel Shit. Alles ist neu. Oh Gott. Da. Märchen in gebundener Ausgabe Singulanka. Zierrat Andenken. Dieses Märchen muss in gebundener Fassung als Geschenk von Alice und hat einen wunderschön gravierten Einband. Mit Hilfe dieses Buches bist du in einer Welt namens Singulanka angekommen und hast ein Abenteuer mit den Helden der Drachen erlebt. Alle Abenteuer haben ihre Erinnerungen an Geschichte und an einen Schluss. Oder vielleicht war etwa dieses Abenteuer selbst eine schöne Illusion, während die Erinnerungen an Abenteuer mit Freunden oder unvergleichlichen lebendigen Realität sind, die für immer in eurem Herzen weiterleben. Hm? Ich hätte gern so einen Mini-Durin. Der sieht süß aus. I want him. I want him so bad. Okay. Hier kann man noch reichlich erkunden und hier gibt es noch Nebenquests. Das machen wir alles auch noch. Wie kommt man denn darüber? Na gut. Aber jetzt, für heute machen wir erstmal unsere Spiele fertig. Ja gut, Reproduktion. Böen. Ja, 3. Das wäre dann hier wahrscheinlich, ja. Okay. Da habe ich ja schon geholt. Mhm. Hui. Ja, ich kann nicht. Hallo. Hä? Wieso? Was soll das? Warum? Was soll das? Was soll das? Warum hatte die mich jetzt nicht abschließen lassen? Hallo? Ich muss Rechtsklick benutzen. Was soll das denn? Ich kann da nicht hin. Es geht nicht. Das ist ja weird. Okay, Freunde, irgendwas funktioniert hier nicht. Irgendwas ist kaputt. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das geht nicht. Irgendwas funktioniert hier überhaupt nicht. Irgendwas ist hier. Okay, jetzt geht's. Okay. WASD funktioniert wieder. Okay, alles klar. So. Schon wieder. Na. Ganz kapiert habe ich dieses Event anscheinend immer noch nicht. Ja, manchmal visiert er die an, manchmal nicht.
hoch. Alter! Manchmal hängt die wirklich fest und dann bewegt sie sich nicht mehr. Eieieiei. Tut. Da habe ich jetzt ein bisschen abgefuckt, muss ich gestehen. Okay. War wahrscheinlich nicht die ganz volle Funktion, aber was soll's. Na gut. Okay. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Nice. So, Nummer 2. Oh, guck mal, da geht's übermorgen noch weiter. So. Ach ja, die Hutsache. Ja, das war nicht so spannend. Ah, soll's. Zeig's mir. So, schönes Treffen. Okay. In diesem Modus kannst du mit dem fliegenden Hut jedes Mal bis zu 4 Bauklotzfirmen auf einmal anziehen. Okay. Ziehe mit einem Mal identisch gekleidete Bauklotzfiguren an, um zusätzliche Punkte unter die Menge. Okay, das könnte jetzt interessanter werden. Okay. Das 15 Mal die Chance, Bauklotzfiguren anzuziehen, die. Was? Ich habe nur 15 Mal die Chance? Bauklotzfiguren anzuziehen, die Herausforderung endet, sobald du deine Chancen aufgebraucht hast. Achso, hier geht's gar nicht mehr um Zeit, ja? Okay. Sondern einfach nur 15 Versuche zum Anziehen. Sobald du all verbraucht hast, endet die Herausforderung. Jeder fliegende Hut kann höchstens 4 Bauklotzfiguren auf einmal anziehen. Je mehr gleiche kleine Bauklotzfiguren auf einmal anziehst, desto mehr Bonuspunkte bekommst du. Okay. Wenn du eine exklusive Sache anziehst, erhältst du keine Bonuspunkte, egal wie viele identische kleine Bauklotzfiguren du hast. Okay. Okay, es geht also nicht um Zeit. Okay, auch wieder no Soundeffekte whatsoever. Muss man ein bisschen Geduld haben sogar. Mehr ging nicht. Nice. Aber da fehlen Soundeffekte. Oder mache ich das nur? Das hört sich wirklich merkwürdig. Na gut. Okay. First get into position like this. Then move like that. So, okay. Und... Prüfung, achso, ja, hier ist Kloppenmann gesagt, ne? Oh ja, oh, da habe ich gehört, schon die wildesten Stories gehört, dass es da offensichtlich sehr große Probleme gibt, hier die Punkte zu erreichen. Ja, ich habe ein bisschen geholfen bei einer Sache, da, durch den Punktemultiplikator schwierig. War das dann, dadurch, dass sie Level 70 waren, doch relativ gut möglich, wenigstens auf die 2000 Punkte zu kommen, damit man die Münzen hier noch bekommt. Aber die 5000 scheinen anscheinend echt schwierig zu sein, für ich sag mal, Neulinge und Low-Spender und so weiter. Deswegen versuche ich mal ein bisschen mehr Einsicht zu geben, wie ich das Ganze angehe, um hier einigermaßen erfolgreich zu sein. Ne, weil wenn man das auf normal macht, dann kommt man zwar locker durch, aber dann kriegt man natürlich nur den einfachen Punktemultiplikator, also fast gar keine Points. Das ist natürlich kacke. So, also gut, schauen wir uns erstmal die Gegner an.
Also, wir haben hier Eis und Blitz. Und das zieht sich so durch. Das heißt, da können wir mit Feuer arbeiten. Da können wir... Wasser sollten wir vielleicht lassen. Nee, doch, geht auch. Wasser geht auch. Ja, gut wegen Einfrieren und so. Und hier haben wir natürlich die Fetten da drin. Ja, und hier die Lobobs plus ein Heiler oder beziehungsweise ein Kryokanongardist. Das könnte schwierig werden, wenn wir eingefroren werden. Der Hydroläufer ist auch nicht ohne. Ja. Okay, und hier haben wir Konstrukte. Da arbeitet man meistens mit Elektro und Dendro. Ich habe vergessen, wie es heißt. Supercharge? Nee, hier. Ihr wisst schon. Superbloom? So? Nee, Superbloom auch nicht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Damit man ihre Unsichtbarkeitsfähigkeit ein bisschen umspielt. Aber es wird wahrscheinlich nicht nötig sein, weil die so schnell sterben. Mal gucken. Der ist natürlich heftig. Da wäre ein Schild ganz geil. Mal gucken. Da bin ich auch noch nicht so ganz sicher. Wir müssen gucken, wie die Gruppen spawnen. Wir haben hier erhöht während der Zeit des Mutes den Standardangriff mit heftigen Schlägen und Angriff aus dem Fall verursachen Schaden. Das ist schon mal gut. Das ist gut für so gut wie alle Charaktere, mit denen wir spielen werden. Ne? Eine Villette ist das gut, für Alehino ist das gut, für Chao wäre das zum Beispiel gut, für Hu Tao wäre das gut. Also das hat schon mal einiges. Jetzt bin ich unentschlossen. Die Ruinendinger sind schon scheiße. Aber ich versuche mal Folgendes. So, weil wir müssen uns erstmal die Spawns angucken. Du. Wir könnten mit Nulli-Team. Nilu-Team arbeiten. Ich will es auch nicht zu sehr übertreiben heute, wegen der Zahl aus Zeitgründen. Damit der. Weil wir sind ja schon gut 1,5 Stunden dabei. Da, dann. Ja, ich würde. Vielleicht machen wir es mal. Probieren wir es einfach mal. Wir nehmen unsere beiden Damage-Otzen. Wenn ich sie finde, heißt das natürlich. Und ein Schild. Schild für diese Echsenbestien-Viecher da. Das war du. So. Hier müssen wir jetzt gucken. Hier würde ich jetzt vermutlich mal mit einem Heal arbeiten. Aber welchen? Na, Jean könnte was taugen. Aber ja, ist halt auch. Wir haben dann halt nicht so viel. Ach, fick drauf. So. So. So, wir dürfen hier die Charaktere nur einmal benutzen, damit wir genug Mut haben. Wir können das auch doppelt machen. Tatsächlich. Wir dürfen nur nicht in. Jetzt sieht man meine Maus nicht. Aber ihr seht ja die 5 Blitze hier unten über Herausforderungen starten und die 3 Blitze. Das heißt, ihr dürft 3 Charaktere dürft ihr auch doppelt benutzen, wenn euch das hilft. Damit ihr. Weil sonst fällt der Buff hier von 30 auf 75. Ihr seht das ja, die 75 ist gerade rot. Die 30 ausgegraut. Dementsprechend gilt für mich die rote Zahl, weil ich hier, kann ich mal gucken, wenn ich jetzt hier eine Villette nochmal reinpacke, dann verliere ich einen. Und ja, trotzdem könnte ich das spielen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Aber ich probiere es erstmal so. Eine Villette ist halt ultra stark. Wenn man 3 Chars gleichzeitig nehmen darf, okay, das ist natürlich. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, für den einen Gegner ist es natürlich jetzt ein bisschen unwackel. Yeah. Okay, wieder nur ein Gegner. Wieder nur ein Gegner. Und wieder nur ein Gegner. Let my name echo in song. Set
Throw down. The tides beckon. Ay, ay, ay. One with nature. Fallen leaves. Adorn. Time to shine. Strike a pop. Blaze over. No touching. Silence. Be sanctified. Jetzt fangen hier die richtigen Gegner an erst, wo man hier ein paar Punkte zusammenkriegt. Oh, jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Okay. Das ist bitter alles. Da sieht man, das bringt alles überhaupt gar nichts. Oh Mann, weil das alles nur einzelne Gegner sind da. Uiuiuiui. Okay, da muss man mal gucken, wie man das am besten macht. Puh. Schwierig. Solidify. Rain outlines your fate. Witness the power of Guwa. Huh? Game's up. Time is over. Muss man gut managen können mit ihrem Buff. Wenn man das hinkriegt, dann läuft's ganz gut. Das war zu früh. Scheiße. Noch keine 5 Sekunden. Hey, wir sind wieder am Anfang der Rotation. Jetzt macht es natürlich noch mehr Damage wegen dem Mood-Buff. Oh, das hasse ich, ey. Ich angreife und bin zu weit weg oder so ein Scheiß. Everlasting as the moon. Overruled. Witness the power of the what? Huh? Rain out. You are about to get dicey. Ah, nicht so gut. Okay, die erste, zweite Runde war okay. Aber die erste Runde, da habe ich glaube ich nur 3000 Punkte oder so zusammengekriegt. Okay. Ja, gut. Die sind alle. Puh. Ja. Dass die in der ersten Runde alle einzeln kommen, diese Helichul-Mist-Säcke, das ist natürlich. Puh. Und die haben natürlich einen ganzen Arsch voll Leben. Da bräuchte man also den ultimativen Single-Target. Hu Tao ist dafür gut. Und ich glaube, Alichino ist dafür auch gut. Aber da kann man auf jeden Fall ein bisschen strategisieren. Aber ja, auf Zeitgründen mache ich das jetzt nicht hier heute. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch Dingens, ne? Jetzt haben wir eigentlich nur noch, hier das Ding.
So. Ah, schade. Okay, hier habe ich aber noch gar keine von, deswegen ist es... Es ist okay. Okay, überspringe ich mal die Animation. Oh, nice. Oh, immer dieses Schwert. Fuck. Na gut, da haben wir noch einmal den Arbeiter. Okay. Jetzt können wir uns hier noch ein paar Belohnungen abholen, glaube ich. Für hier, genau. Mal Repliken, ja, ich weiß gar nicht, wo wir sind. So, das ist unsere Dingens hier, ne? Wie gesagt, wie ich jedes Mal, bei jedem Mal, wo es ein Schenk-Event gibt, sage, wenn ihr was braucht, schickt mir einfach alles und ich verteile das an alle, die mitmachen. Ne? Hier. Und damit wir alle alles bekommen. Hier, Luisa zum Beispiel bekommt jetzt hier so ein Fröschchen. Versuche erstmal die lila Items wegzuhauen. Ne, den brauchst du nicht, aber den habe ich nur einmal, scheiße. Dann kriegst du nochmal den und habe ich noch eine Rakete. Da. Okay, also zwei davon. Mau Mau. Kann ich auf jeden Fall einen von den Dings geben. Macy. Habe ich alle auch nur einmal, leider. Das kann ich dir zukommen lassen. So, und am Ende dünnt sich das natürlich aus. Dann haben die Leute die Sachen und dann brauchen sie sich nicht mehr alles wünschen. Die scheine ich jetzt nicht zu haben. Nee, aber hier so einen gelben Frosch habe ich auch nicht. Oh, aber hier so ein Eichhörnchen habe ich. Zuck. Rin. Hatte ich dich gerade, Rin? Ich glaube, ich hatte dich gerade, ne? Rina. Da. Ne, die habe ich auch noch einmal. Oh, die kann ich dir noch geben. So, und Windstone. Auch schon sehr viel hergeschickt. Denkt dann aber auch dran, eure Wunschlisten zu aktualisieren, Freunde. Oh, jetzt habe ich natürlich hier. Ich muss unbedingt ein paar Frösche rollen. Dass ich da. Wo habe ich nichts für dich? Scheiße. Sieht schlecht aus hier. Tatsächlich. Ah, doch, hier ein Schild. Okay, sehr schön. So. Okay, und wir haben dann noch hier unsere Sommergeschenke. Einmal, das hier ist ganz normal Erkundungsfortschritt, ne? Und hier für Kirara, um sie einzuladen, müsst ihr diese Repliziermöglichkeiten ausnutzen. Die, also einfach dieses Gerät benutzen. Welche ist anscheinend egal. Und dann könnt ihr sie einladen. Gut. Nice. So, und das hier ist ja relativ schnell gemacht mit dem Erkunden. Und ja, das mache ich noch später. Ich glaube, dann haben wir heute so belohnungsmäßig alles abgegrast. Ja, sieht gut aus. Und das hier müsst ihr einfach drauf achten, dass ihr da bei den richtigen, ich weiß gar nicht, wie man dann noch mehr bekommt. Einfach wieder machen. Öfter spielen. Eine gute Frage. Aber Einführung zum Spiel. Ach so. Ja, gut. Das wissen wir mittlerweile alles. Okay. Gut, eine Phase haben wir noch. Übermorgen. Dann schauen wir mal. Gebietsmäßig haben wir aber soweit alles freigeschaltet. Guck
gucken, was du hier sagst. Hier gibt es auch einen Saisonauftrag. Jo. Das hier. Ein Level. Schönes Treffen. 1600 Punkte. Okay. Bam. Haben wir. So, einen ganzen Arsch voll Trainingspunkte gab es wahrscheinlich auch. Jo. Hier ist auch alles. Aber die kann ich jetzt noch nicht einlösen, weil ich das falsche Team draußen habe. Hübsch, ne? Mhm. So. Ach ja. Schönes Event. Auch wieder sehr emotionsgeladen. Hab mich auf jeden Fall abgeholt. Fand ich gut. Macht Spaß. So, jetzt frage ich mich, was der mir hier noch anzeigen will. Ach, guck mal. Wir müssen hier nur auf den Blauklotz Dings. Ach so, okay, guck mal. Auf den Regal platzieren. Ja, das kann ich natürlich. Das kann ich auch hier machen. Fällt mir gerade auf. Mach ich das doch mal. Kann ich noch ein paar mehr Belohnungen einheimsen? Warum nicht? Wir sind da ja nicht so... Wir sind ja nicht belohnungsphob. Wir nehmen jede Belohnung. Ja. Ah, da fehlt nur noch einer, okay. I can do that. So, untere Ebene 3, ne? Da fehlt noch was. Tja, gute Frage. Oh. Ach, da sitzt er schon. Nee, da machen wir jetzt den gelben Frosch hin. Oh, warte mal. Nee. Also, hier den... Nee, wo ist denn jetzt der gelbe Frosch? Oh. So, hier wollte ich den. So, da wollte ich dann gelb. Genau, und hier oben kommst dann du noch mit hin. Genau. Hier die drei Frösche. Genau. Und hier dann Hörnchen. Sehr schön. Tada! So, und da haben wir wieder eine Belohnung ergattert. Zack. Ja, da muss man ja gar nicht so oft rollen. Okay, dann geht's vielleicht. Und da muss ich das auch noch machen. Easy. Schnell gemacht. Gänsebraten, Rotkoklöße, schnell gemacht. So. Ach nee, Moment. Regal. Ich weiß nicht mehr, wo das Regal hier ist. Ach, da. So, du. Und du. Dann. Gute Frage. Würde ich hier vielleicht rot hinhauen? Hier das Ding. Und hier blau. Du
du. Du und du. Tada! Sieht auch hübsch aus. Okay. Und wieder eine Belohnung mehr. Sehr schön. Tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Herrlich. Und da haben wir noch was geschafft. Ich weiß gar nicht was. Platziere im Minispiel der Meisterung auf dem guten Regal der Bauklotzminen. Alles klar. Nehmen wir. Gott, wir zerstören diesen Gnostiker-Pass wieder. Wahnsinn. Diesmal. Okay. Alles klar. Ja, schönes Event. Bin gespannt, was in Phase 4 noch folgt. Aber bis jetzt, ja. Macht es auf jeden Fall Spaß. Gönnt euch auf jeden Fall die ganzen Belohnungen hier, Freunde. Es lohnt sich. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!